Moin Leute, willkommen bei Comic Inn und willkommen zu meiner Nightfall Night Quest Reise. Wir haben heute 4 Hefte dabei, Batman 506 bis 508 und dazwischen Detective Comics 674. Im Deutschen abgedruckt in Carlsen Band 7, zumindest die Batman Hefte. Detective Comics konnte ich jetzt nicht auf meiner Auflistung finden. Dementsprechend wisst ihr mehr, schreibt es mir gerne in die Kommentare, ich pinne das an. Stand jetzt gehe ich davon aus, dass das hier noch nicht auf Deutsch kam. Ihr kennt es wahrscheinlich von anderen Comic-Tubern, die aus Serien abspringen, weil mal die Luft raus ist, weil Serien sich irgendwann überleben. Und das hier, ganz ehrlich, ist so der Punkt. Eigentlich in der Serie, würde man jetzt nicht wie ich sammeln oder lesen, dann ist das hier so ein Punkt, wo man definitiv sagen kann, okay, ich glaube, hier war es das und ich verabschiede mich. Man muss ja immer überlegen, das sind 3 Monate an Batman-Heften und 3 Monate... die total langweilig und unbedeutend waren. Ich hatte wirklich keinen Spaß beim Lesen. Die Geschichte ist unglaublich flach, unbedeutend. Man thematisiert nichts, was man sich irgendwie aufgebaut hat. Mal ganz kurz am Anfang, kommen wir gleich zu. Und am Ende, dann wird es vielleicht interessant für die Zukunft. Aber wie man da hinkommt, ist auch eigentlich eher low. Und ich hatte eigentlich gehofft, dass man, ich habe es im letzten Video schon thematisiert, mit diesem Schurken nur ein Heft füllt. Weil ich bin ganz ehrlich, das ist die Batman 505. Mehr ist er nicht wert. Ich habe letztes Video noch seinen Namen vermieden, weil der extrem scheiße ist. Ich habe mir tatsächlich bei Google Übersetzer die Aussprache anzeigen lassen und das war Batois. Also es scheint irgendein französisch-englisches Wort zu sein. Heißt auf jeden Fall so viel wie Schlachthof und das ist auf jeden Fall der Name von diesem langhaarigen Charakter, der seine Verwandten killen will. Und das ist alles für den Charakter. Das ist das große Problem dieser Geschichte. Er ist total uninteressant und wird in den Fokus geschoben. Wir verlassen oft den wirklichen Pfad zu diesem Charakter. Er kann Jean-Paul Valley 2-mal entfliehen, wo er sich große Vorwürfe macht, ist aber eigentlich auch komplett egal, weil es uns nicht voranbringt. Wir treten die ganze Zeit auf einer Stelle. Es fühlt sich so ein bisschen an wie bei Sandman, da hat man auch ein großes Ziel vor Augen, also die Vertigo-Reihe. Und den roten Faden verlässt man immer in Schlangenlinien, was aber da super gut funktioniert und hier einfach überhaupt gar keinen Mehrwert bedeutet. Man trifft dann halt auf zum Beispiel andere unnötige Schurken wie Gunhawk, der uns eine Ausgabe lang stört, hier entfliehen kann und wir werden wahrscheinlich nochmal irgendwann auf ihn treffen. Und auch ganz ehrlich, ne? Nicht mal Carlsen hätte den Scheiß hier abdrucken müssen. Total unnötig. Also, Abattoir. Dieser Name, ich versuche ihn zu vermeiden, ehrlich jetzt, so ein Scheißname für einen Schurken, bringt uns halt überhaupt nicht voran. Da, wie kommt man denn auf die Idee, der bringt auch noch Chronologieprobleme rein, diesen Charakter hier in den Fokus zu ziehen. Ja, wir hatten jetzt oft genug auch mit großen Schurken zu tun, aber er ist halt nicht interessant aufgebaut, keineswegs, er hat so gesehen nichts mit Jean-Paul Valley, Batman oder sonst was zu schaffen. Er diente in der ersten Ausgabe eigentlich nur dafür, uns zu zeigen, dass Jean-Paul Valley sich so langsam mit den Methoden des Bruce Wayne damals anfreundet. Und das wird hier auch nicht mehr aufgegriffen. Also er kommt dann auch wieder in seinen eigenen Zwiespalt. Wie gehe ich jetzt vor? Agiere ich jetzt wie mein Vater oder so, wie es der Orden von Saint-Dumas es gerne hätte? Wir vergessen das ganze Bruce Wayne-Thema eigentlich wieder. Muss ich sagen, über diese Hefte. Völlig unwichtig, womit das alles angefangen hat. Am Ende kann er diesen Schurken halt nicht retten. Und der Kampf in seinem Kopf von seinem Vater gegen den Orden eskaliert und lässt ihn selber zerbrechen. Das ist so der einzige Ankerpunkt, wo ich sage, hier wird so ein bisschen was aufgebaut, wo man perspektivisch wieder mit arbeiten könnte. Der Rest ist so langweilig geschrieben. Langweilig, wirklich. Schlecht ist gleich langweilig, ja. Ich will diese Sachen aber nicht als schlecht betiteln, sie sind einfach unbedeutend. Chuck Dixon und Doug Munch schaffen es halt auch wieder nicht so wirklich einen einheitlichen Jean-Paul Valley zu schreiben, ist auch ein bisschen schade. Es sind keine super schlecht geschriebenen Stories, aber sie geben halt wirklich nichts her. Das Chronologie-Chaos, ich dachte erst, okay, hier Gunhawk wird wohl irgendeine andere Story sein. Ist es eigentlich auch, besonders wird die dann auch nochmal fortgesetzt in Detective Comics 675, da habe ich ein bisschen reingeblättert. Ist aber tatsächlich nur so, dass sich diese beiden Stories mehr oder weniger abwechseln. Ich dachte erst, ich lese hier schön 506, 507, 508 und habe dann wirklich ein Paket, auch wenn es nicht gut gewesen wäre, aber egal. Nee, wenn du in die 508 reinliest, dann steht da, oh, jetzt hat mich er hier, der Abattoir, aufgehalten und auch noch Gunhawk. Und ich denke mir, oh, Gunhawk jetzt auch wirklich in nur einem Heft? Ach nee, der flieht auch wieder. Also man hat hier Ziele vor Augen, die man so unkonsequent verfolgt.
ist nichts, ist gar nichts. Es ist auch kein Spannungsbogen in diesen Heften. Wie auch, wenn der Schurke nichts hergibt und die Geschichte gerade total auf der Stelle tritt. Das ist, man muss jetzt dringend zu einem Punkt kommen, der die ganze Sache irgendwie weiterbringt oder beendet. Ganz einfach, Nightquest bringt uns gerade nicht weiter. Die Verbindung zu den anderen Thematiken, die wir so in den letzten Videos von Nightquest herausgearbeitet haben, ist vielleicht noch am engsten in der 506. Dort wird schon irgendwie versucht, zu sowas wie der Frage nach der Identität nochmal Anschluss zu halten. Es fällt plötzlich auf Autorenseite, wir haben hier irgendwie auch noch Robin und gut, Alfred und Bruce, das ist jetzt eine Glaubensfrage, wie man da lesen will. Ich habe mir das jetzt in meiner Reading Order, wurde das nach zwei Paketen unterteilt. Erstmal Jean-Paul Valley und dann liest man die ganze Bruce Wayne-Alfred-Geschichte. Ist okay, führt hier zu ein bisschen, Abweichung, Problematiken, sage ich mal, weil man hier schon ein bisschen weiter ist bei den beiden und das erste Mal einfach mal rüberschwenkt für zwei, drei Panel und guckt, was ist da gerade. Hätte man vielleicht anders machen können, besser machen können und dann hätte man die Lesereihenfolge, die Chronologie, die man sich selber vorschreibt, die hätte man dann besser definieren können. Hier ist es nur einmal rüberblinzen und das war's. Auch hat man kurz nochmal Robin gesehen und dann merkt man, wo wir hier eigentlich sind. Hier sind wir da, wo Robin auf Huntress trifft. Deswegen habe ich dieses Robin-Huntress-Paket jetzt in meiner Reihenfolge ein bisschen nach hinten geschoben. Also eigentlich hätte ich es ein bisschen später lesen müssen. Ist aber nicht so wild, da die Story ja sowieso größtenteils eigentlich abgekapselt war und so zumindest von den Robin-Themen her eher an Nightfall dran war, was er ganz am Anfang war, als wirklich in dieser Nightquest-Sache hier. Wir haben ja im letzten Video damit aufgehört, dass er eigentlich seine Rüstung wieder verstärken wollte, aufpäppeln wollte. Da hat man ja eigentlich schon gemerkt, okay, das ist jetzt ein Aufhänger, den wir auch schon hatten. Da wird wohl nicht so viel Inhalt drinstecken und nein, tut es tatsächlich nicht. Er sagt zwar, ich habe hier ein bisschen neue Rüstung und so neue Waffen. Man sieht es der Rüstung aber kaum an. Sie hat vielleicht ein paar, ich weiß nicht, Messer noch am Arm und so mehr. Keine Ahnung, ein paar Spikes, Zacken, wie ihr es auch nennen wollt. Aber so wirklich mehr Nutzen hat sie für mich nicht. Uns werden dann so ein paar Gadgets gezeigt, okay. Zum Beispiel hat er so, also das Bat-Symbol strahlt sehr viel Licht aus, jetzt damit kann er Gegner blenden und so eine Spielereien. Ja, toll, aber ganz ehrlich, das bringt die Geschichte halt überhaupt nicht voran. Und in dem Modus, in dem Jean-Paul Valley war, wo er von seinem System komplett übernommen wurde, hätte er das für mich eigentlich gar nicht gebraucht. Das war ja nur wieder so ein Alan Grant-Move zu sagen, oh, ich bin doch ziemlich schwach. Die Schwächen des Charakters thematisieren. Bei den anderen Autoren war das gar nicht so die Frage und das wird hier halt doch wieder eher in den Vordergrund gestellt von den Autoren, die ihn eigentlich ziemlich stark gemacht haben wieder in den letzten Heften. Das ist halt wieder einmal im Kreis gedreht. Ne? Das bringt nichts voran, einfach gar nichts. Aber es war ja schon klar, das kann kein guter Aufhänger gewesen sein. Wir haben das alles schon durchgekaut mit der neuen Rüstung und so. Das hätte man hier anders lösen sollen. Diesen Block an Heften hätte man reduzieren können auf ein Heft. Dann bringt man den Abattoir und Gunhawk vielleicht auch in ein Heft. Also in der 507, das ist eine Team-Up-Geschichte. Dort kommt der Charakter Ballistic zum Einsatz. Der wurde damals in einem dieser 90s Annual Events eingeführt, in Bloodlines, in einem Batman Annual oder dem Batman Annual dazu. Und seitdem war er wohl auch nicht mehr gesehen, denn er erzählt dann selber so ein bisschen von dem, was passiert ist in der Zwischenzeit. Das ist für mich eher ein Indikator, dass man es nirgendwo anders gesehen hat. Und ganz ehrlich, das ist jetzt so ein richtiger 90s Charakter geworden. Der wurde ein bisschen modifiziert, Anfang der 90er eingeführt. Wo sind wir hier? Naja, okay, anderthalb Jahre später wurde er komplett überarbeitet. Hat wohl nicht so funktioniert mit der Figur. Jetzt sieht er aus wie so ein Weltraum-Söldner. Also wirklich nicht mehr menschlich, gar nicht. Hat er hier auch so Hörner und sowas. Andere Hautfarbe, Irokesenschnitt, mega die Wummen dabei. Naja, davon kann man halt auch nicht so viel erwarten. Ist das erste Mal zumindest, dass Jean-Paul Valley merkt, dass es andere Motivationen als persönliche Gründe gibt. Ich sag nur Kreuzzug und ähnliches. Oder Bruce Wayne, der für die Stadt eintritt. Dem Ballistic geht es halt wirklich nur um das Geld. Und das kennt Jean-Paul Valley bisher nicht. Der wirkt ein bisschen überrascht, wird aber tatsächlich auch nicht mehr thematisiert. Alles, wo man hier denkt, da kannst du dir doch irgendwo was rausziehen, wird halt knallhart liegen gelassen, nur um uns eine langweilige Geschichte zu präsentieren. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich weiß nicht, ob man hier versucht, auf Seiten von Duck Mönch so ein bisschen Dynamik reinzubringen, indem man verschiedene Gruppen den Schurken jagen lässt. Man hat da so drei Gangster, die in ihrem Slang reden, die sind nicht witzig, die machen keinen Spaß, die sind einfach nur blöd. Dann hat man Ballistic, der halt ein bisschen zu übertrieben ist. Das Team-Up mit Jean-Paul Valley funktioniert aber zugegeben ganz gut an sich, hätte man dazu nicht diesen langweiligen Rahmen.
Ja, okay, und John Povelli verfolgt ihn halt auch, ne? Und Gunhawk stößt dann irgendwie dazwischen dazu. Ach ja, gut, ist nicht so viel. Die anderen Hefte, die jetzt nicht auf diesem High-Level von der Spannung und der Action waren, die haben es ja immer geschafft, ausnahmslos eigentlich, uns den Rahmen zu erläutern, ihn zu erweitern, Logiklücken zu schließen. Und das schaffen diese Hefte halt nicht. Und deswegen fallen die so krass bei mir durch, wo ich bei den anderen sage, gehe ich voll konform mit, sehe ich einen, die haben ihren berechtigten Platz, diese haben es nicht. Das führt eigentlich so weit, dass Robin einen kurzen Auftritt in Detective Comics hat und man wirklich kurz aufatmet, wenn man die Reise jetzt so wie ich beschritten hat. Dann denkt man sich, ach cool, Robin kommt endlich, der lockert das Ganze ein bisschen auf. Hat aber leider auch nicht so viel Panel-Time. Ich denke mal, das wird wieder ein bisschen später intensiviert. Denn man bekommt jetzt so öfter mal die Fetzen rein, dass John Povelli merkt, dass Robin sich öfter mal reinhackt. Und das geht ihm natürlich auf den Keks, weil er das nicht haben will. Da wird es wohl irgendwie auch noch zu einer Konfrontation kommen. Aber ich habe mich gefreut, Robin zu sehen. War vielleicht einer der wenigen positiven Punkte, wenn man unbedingt welche finden will. Es ist halt wirklich komisch. Ich habe angesprochen, er liegt am Boden, ist seelisch total zerstört. Völlig fertig, das ist wieder der totale Gegensatz. Wenn wir uns das letzte Video betrachten, wo er aus der Joker-Story rauskam, was war das für ein mächtiger Jean Paul Valley, auf den man wieder ein bisschen aufbauen könnte? Jetzt kann man es auch auf dem aufbauen und auch das ist wieder vielleicht ein kleines Puzzlestück in die Rolle zurück zum Azrael, aber irgendwie passt das halt nicht. Es ist immer wieder, für 4-5 Hefte ist er der große Kämpfer und für die nächsten 2-3 Hefte ist er der Schwächling, der von jedem Hans Franz platt gemacht wird. Danach kickt sein System wieder, ist er wieder der Große und dann wieder nicht. Und selbst wenn es kickt, ich meine, hier ist sein System ja wieder ordentlich überreizt, ne? Und eigentlich müsste er in dem Modus sein, wo er alles mit einem Fingerschnipsen erledigt, aber das tut er nicht. Und der wird trotzdem übelst zu Boden gerissen in seinem Zustand. Ne, jetzt nicht von der Story her, die kann gar nichts zu Boden reißen, die Story. Ihr merkt, ich bin komplett enttäuscht. Ja. Ich weiß nicht, hier macht man ihn zwanghaft halt wieder schwach, um das Ruder dieses Storytiles, dieser Frage Azrael oder Batman irgendwie wieder rumzureißen. Keine Ahnung. Also, ganz ehrlich, ich freue mich jetzt sehr auf die nächsten 3 Hefte. Das ist Shadow of the Bat 26 bis 28. Das ist zweimal eine Clayface-Story, weil ich mich auf Clayface freue, deswegen auf die beiden Hefte. Und dann hat man das Gordon-Heft, wo ich habe so ein bisschen geblättert hinten bei den Leserbriefen und so. Da geben die auch immer einen Ausblick auf die nächsten Hefte, was da so, ja, die teasern ein bisschen an. Und da haben die gesagt, das ist jetzt vielleicht die große Konfrontation John Povelli gegenüber Gordon. Ne? Wer bist du? Wie stehst du zu mir? Was machen wir in der Zukunft? Diese 3 Hefte, ich bin gespannt. Alan Grant hat die ganze Sache ja sowieso ein bisschen besser angegangen als die anderen hier. Und sonst kann ich nur sagen, ich habe heute wenig Inhalt thematisiert, es gibt auch keinen. Ich bin sehr enttäuscht von den Heften. Also, braucht man nicht. Ganz ehrlich. Das waren die schlechtesten Hefte des Events und die langweiligsten Hefte, die ich seit langem gelesen habe. Ja, das seit Venom wahrscheinlich. Tut mir leid, heute habe ich wenig Positives. Damit ist Comic-In raus und muss es auch mal geben. Haut rein.